Ja, also wir haben das Fahrzeug natürlich schaumgebremst hier bewegt. Der hat auch schon bald 20 Jahre am Buckel. Aber wir haben damals drei sehr interessante und schöne Langstreckenrennen gewonnen. Die 24 Stunden von Silverstone und die 24 Stunden von Dubai. Also es war ein sehr erfolgreiches Auto und ja, genießt hier den endgültigen Ruhestand am Ring. Ja, aber umso schöner, wie gesagt, dass das Fahrzeug auch ja, nach wie vor im Endeffekt hier zu sehen ist, auch mit Ihnen selbst am Steuer. Eben, das ist auch immer gut, dass man das bei den historischen Events auch mit den Helden von früher, auch die Fahrzeuge von früher sozusagen, hier immer wieder ja, eben präsentiert bekommt. Und wie gesagt, das ist sozusagen mal ein kleiner Ausblick gewesen in Sachen eben historischen Rennsport. Und vielleicht noch einmal kurz auch aus Fahrersicht, eben jetzt, wir haben über die Fanfaszination gesprochen. Was macht es vielleicht für die Fans aus, warum man so gern zu einer Klassikveranstaltung geht? Was macht es für den Fahrer dann eben auch noch speziell? Bitte dann auch beide gleich wieder antworten. Diesmal darf ich bei Ihnen beginnen, Herr Quester. Was ist das Schöne, diese Fahrzeuge von früher wieder bewegen zu können, bewegen zu dürfen? Ja, es ist irgendwie ein Touch von Abenteuer dabei. Es ist auch von der Veranstaltung her, vom Ablauf her, gar nicht so einfach, eine Veranstaltung erfolgreich zu beenden durch verschiedene Prüfungen. Also wenn es diese Veranstaltungen nicht gäbe, ja, würde mir einiges fehlen. Ganz klar. Und Ihre Stellungnahme dann noch bitte dazu. Also was mir halt immer als erstes einfällt, ist Emotionen. Emotion wird breitgebracht und wird dargestellt und man sieht eben, wie die Väter mit ihren Söhnen herkommen und im Grunde genommen erzählt haben, wie ich sie fahren habe sehen, war ich noch ein kleiner Bub, und jetzt kommt mein junger Bub auch mit. Und wie der Dieter schon sagte, es haben sich sehr viel mehr Jugendliche jetzt für diesen Sport begeistert, weil auch die Art von Identifikation da ist. Also mit den modernen DTM-Autos kann ja keiner sich mehr identifizieren. Und ich finde diese Kombi, die Legenden mit den alten Autos. Und ich habe halt einfach unheimlich Spaß, wenn ich in einem Auto sitze, wo ich vor 30 Jahren drin gesessen bin. Das ist halt einfach Gänsehaut pur. Weil das ist kaum zu glauben. Jetzt fährst du ein Auto, was du vor 30 Jahren gefahren bist, wieder und sitzt drin. Und bin ja hier mit dem M1 heute gefahren und immer hier schön hinterm Dieter hinterher gefahren. Weil er die Linie kennt hier. Ja, ja. Einfach das. Und nein, einfach, und was mir auch so gefällt, ist einfach auch die Leute wieder zu treffen. Roland Asch, den Dieter, einer meiner besten Freunde mit unserem Trio Infernale. Ja. Nein, also wir haben, das Schöne ist beim Dieter und bei mir, ist, wir haben uns außerhalb des Rennsports auch immer Kontakt gehalten und eine Freundschaft gehalten. Das finde ich besonders gut. Es gibt manche, die du nur im Rennsport in Rennen siehst, aber Dieter und Striezel Stuck und ich, wir halten ganz, ganz engen Kontakt und das finde ich was ganz besonders Schönes. Nach so vielen Jahren, ich war 60 Jahre Autorennen fast, und wir können uns immer noch in die Augen schauen. Ich weiß nicht, ob er mir in die Augen schauen kann, aber ich schon. Nein, Dieter, muss ich dir mal wirklich sagen, Freundschaft ist was Besonderes. Man kann froh sein, wenn man überhaupt Freunde hat und an einem Finger, und dann gehört er wieder dazu. Perfekt, wunderschön. Ja, sehr schöner sozusagen eben Abschluss, kann man sagen, jetzt zu dem Teil hier. Eben, das heißt, auch das Pflegen von Freundschaften geht über das ganze Universum sozusagen rein, von der Competition, vom Konkurrenzkampf raus. Wunderbar. Vielen, vielen Dank nochmal, Leopold Prinz von Bayern und Dieter Quester, dass Sie hier waren. Und jetzt gibt es dann eine Signing-Session. Wie gesagt, wir werden den Tisch dann unten platzieren und dann können Sie sich gerne Autogramme, Fotos und so weiter besorgen. Dankeschön und viel Spaß noch hier bei der Red Bull Ring Classics 2024 eben an die beiden Herren. Dankeschön.
Welt. Unsere großartigen Roto Wings, unser Formation Team, Riesenapplaus für unsere großartige Crew der Gyrocopter-Piloten, das Roto Wings Formation Team. Aus dem Jahr 2021 kommt diese großartige Formation von drei eingefleischten Gyrocopter-Piloten. Die haben sich da zusammengefunden, um die Faszination des Tragschrauberfliegens neu zu definieren. Also nicht Hubschrauber, sondern Tragschrauber deswegen, weil die zum Tragen sind, offenbar. Da donnern sie von uns über die Startziel gerade drüber. Herrlich anzuschauen. Das Team, gegründet von Zotter, besteht aus dem Piloten Peter Metzger, dem Ottmar Zotter und dem Martin Kalan. Alle drei Piloten, die verbindet eine langjährige Flugfreundschaft, Fliegerfreundschaft. Ottmar Zotter fliegt zum Beispiel seit 36 Jahren für Red Bull, blickt auch auf eine lange Paragleiterkarriere mit und ohne Motor in unterschiedlichsten Bewerben zurück. Peter Metzger, im Brotberuf ist er Arzt, wechselte vom Modell zum Segelflug und begann dann auch mit dem Paragleiten und betreibt seit 1997 eben mit der Ottmar Zotter, seinem Fliegerfreund, das Motorgleitschirmfliegen. Und im Flug ist der Tragschrauber dank seines breiten Geschwindigkeitsspektrums gegenüber der Fläche im Vorteil. In Kurven fliegt der äußere Gyrocopter mit 120 km/h, während der innere mit 80 km/h unterwegs ist. Also beide Geschwindigkeiten sind für die ultraleichten Drehflügler ein Kinderspiel. Das Beachten der Mindestfahrt und das Spiel mit den Klappen, wie es die Flächenpiloten in solchen Situationen kennen, entfällt hier beim Gyrocopter, und geflogen wird in ca. 150 Metern über dem Grund und, falls es die Genehmigung hergibt, gerne auch niedriger, so wie wir es jetzt gerade erleben konnten. Gebührender Abstand zum Publikum versteht sich natürlich von selbst, und deswegen sind wir richtig froh und glücklich, hier die Roto Wings Formation gehabt zu haben. Jetzt habe ich einen bei mir, der verantwortlich zeichnet dafür, dass es diese Red Bull Ring Classics eigentlich gibt. Ich habe den René Binner hier bei mir von BG Sport Promotion. Servus und herzlich willkommen. Ich kriege dein eigenes Mikro von mir. So, und ist schon scharf. Geht schon los. René, herzlich willkommen. Ja, ich glaube, viele Steine sind gestern schon von deiner Brust gefallen, nachdem du gesehen hast, die Red Bull Ring Classics 2024 sind wieder ein Erfolg. Ja, wir sind sehr zufrieden. Also du hast es angesprochen, es ist sehr viel Vorbereitung, wir planen sehr lange, und wenn man dann, so wie es gestern und heute war, einen spannenden Motorsport, historischen Motorsport hat, viele Besucher auf den Tribünen, im Fahrerlager, beim Pitlane-Walk hat man es gesehen, und viele lachende Gesichter von jung bis alt, dann sind wir auch glücklich. Es macht Spaß, es hat auch beim Pitwalk hat man es gesehen, alle sind mit solcher Freude dabei, und jetzt geht es am Nachmittag schon weiter. Wir haben ein großes Highlight nämlich hier geplant mit unserem herrlichen Stundenrennen, der Alfisti-Garde sozusagen, italienisches Herzblut schlägt jetzt höher, und wir lieben nicht nur das Essen aus Italien, sondern auch diese Silhouetten, die wir jetzt da unten haben, und die muss man auch einmal finden. Wo findet man solche Serien, wo kommen die her? Ja, wir haben heuer wieder ein sehr internationales Starterfeld mit historischen Rennserien, wie du hast es angesprochen, den Alpha Revival Cup aus Italien, aber wir haben auch eine österreichische Serie, PostGP, war die STC, Kollegen aus Deutschland und holländische Gäste sogar mit zwei großen Starterfeldern, mit der NK8290 und der YTCC, aber auch natürlich die Golden Era, die ja heute dann noch ihr zweites Rennen haben, wird sicher super spannend. Wir versuchen heute halt immer ein buntes Feld zu haben von Formelfahrzeugen, GT-Bereich und Tourenwagen, und ich glaube, das ist uns auch heuer wieder gelungen, und nachher sicher auch ein Highlight, die F500 aus England. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist eine Vereinigung von 500 Kubikzentimeter Inhabern sozusagen. Alle Fahrzeuge, die 500 Kubik gehabt haben, dürfen da mitmachen. Wir werden auch hier ein schönes, großes Starterfeld sehen, freuen wir uns schon drauf.
ja, wir freuen uns drauf. Das ist, wie du gesagt hast, ein Highlight. Und ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Wir haben zu viele Teilnehmer, viele Besucher, die auch einfach mit einem Lächeln auch wieder von der Rennstrecke gehen. Und wenn das so ist, dann sind wir als Veranstalter gemeinsam mit dem Red Bull Ring sehr happy. Ja, und die Red Bull Ring Classics 2025 stehen schon ein bisschen im Kopf wieder von der Planung her? Ja, natürlich. Morgen ist Montag und nach dem Event ist vor dem Event und dann starten schon wieder die Gedanken, was können wir verbessern, was können wir neu machen, wie können wir uns noch weiterentwickeln und starten mit der Vorbereitung für 2025. Cool, da freuen wir uns schon wieder drauf. Wird auch wieder so in den Termin sein des Vatertags herum? Wird der beibehalten? Jetzt müssen wir mal in Ruhe evaluieren und natürlich muss, nachdem wir eine der vier Großveranstaltungen hier am Red Bull Ring sind, neben Formel 1, MotoGP und DTM, muss man das sich im Jahreskontext anschauen. Das wird dann, wenn wir soweit wissen, wann wir es nächstes Jahr machen, natürlich wieder kommuniziert. Sofort über alle Plattformen drüber reden. Hey, Dankeschön, du bist schon wieder am Sprung. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter. Schon die Business-Termine stehen schon wieder an. Vielen Dank für dein Statement hier und noch einen schönen Restsonntag. René Binder von der BG Sport Promotion war jetzt hier bei mir. Während hier bereits die Startvorbereitungen laufen für unser 1-Stunden-Langstreckenrennen, wenn Sie so wollen. Eine Stunde lang hier über den Red Bull Ring gebrettert wird jetzt von unseren herrlichen Teilnehmern unseres wunderschönen Alpha Revival Cup Starterfeldes. Das sehen Sie bereits auf der Formation Lab und da sind Sie bereits unterwegs hinterm Safety Car und dann wird es gleich losgehen hier bei uns. Eine Stunde lang, meine Lieben. Natürlich mit verpflichtendem Boxenstopp zwischen, da gibt es ein Wechselfenster zwischen 25 und 35 Minuten Renndistanz. Also nach 25 Minuten wird das Boxenfenster für 10 Minuten geöffnet. Dann hat jedes Team Zeit, hier hereinzukommen. Und wenn man auch Single-Starter ist, muss man trotzdem reinkommen und eine vorgegebene Zeit absitzen. Und erst dann darf man wieder raus. Auch das wird natürlich strengstens mitgemessen. Da gibt es eine Sollzeit. Ich glaube, es sind 3 Minuten, was mir unser Chefzeitnehmer erzählt hat in einem unserer vielen Meetings vorher. 3 Minuten, also müssen die Teams von Pitlane-Eingang bis Pitlane-Ausgang mindestens in der Box bleiben. Und die meisten schaffen das wirklich sehr, sehr gut. Mit 301, 302 sind sie dann wieder unterwegs draußen auf ihrer Outlap. Und so soll das Ganze auch weiterhin stattfinden. Wir freuen uns auf gute, spannende Long-Distance-Rennatmosphäre jetzt hier mit unserem Alpha Revival. Das Qualifying beherrschte das Duo Petrone Bari mit dem GTR. Jetzt schauen wir mal, Startfreigabe ist erfolgt, jawohl. Und los geht's, eine Stunde lang Alpha-Sport vom Allerfeinsten. Erlaubt sind hier Baujahr 1947 bis 1981, also eine schöne Breite von den GTA-Modellen, die man da hier sieht und miterleben kann. Und alles gut gegangen in Turn 1, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt geht's ja hier auch weiter mit einem Windschattenduell da hinauf Richtung Münzer. Turn 2, Münzerkurve. Jetzt schon Anflug auf Turn 3. Da am härtesten in die Bremsen rein. Jetzt sind wir mal da zu zweit, zu dritt unterwegs. Und auch hier alles gut gegangen. Und da, sehr schlau gemacht. Außen angebremst, nach innen gestochen und dann gleich einmal den Schwung mitgenommen. Sauber. Da geht's richtig los. Im Anflug da, tun wir schon Windschatten duellieren, jawohl. Richtung Turn 4, die Rauchkurve ist da jetzt schon in Angriff genommen. Oh, da raubert die 95 ziemlich hart über die Curbs innen drinnen. Daniele Perfetti sehen wir da mit seinem orangen Alpha. Vorneweg ist Emilio Petrone, der Pole-Position-Mann. Emilio Petrone mit der Startnummer 50 führt das Feld an. Allerdings ganz dicht gefolgt von Daniele Perfetti.
So, Turn 8. Jetzt kommt der Windschattenangriff Richtung Jochen-Rindkurve. Das war knapp jetzt hier vor dem Kiesbett gerade noch die Kurve gekratzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Achtung, Angriff innen von Bernetti. Perfetti hat es Perfetti gemacht. Jawohl, der ist vorn. Jochen-Rindkurve innen reingestellt und schon ist er durchgeschlüpft. Und jetzt weit ausgetragen. Ja, aufpassen auf die Track Limits. Wir wissen es ja, da ist der. Die Race Control vom Red Bull Ring richtig streng damit. So, das führt Daniele Perfetti vor Emilio Petrone, Davita Bertinelli, Stefano Roversi, Bernhard Laba ist zurückgefallen auf die fünfte Position. Wo ist der Walter? Sechster. Walter Benn nur Sechster als Zweitplatzierter aus dem Qualifying herausgekommen. Doch, da geht es noch ein bisschen weit. Ab und zu in Turn 1, direkt vor euren Augen der Steiermark-Tribüne und der Tribüne West. Und schon seht ihr sie wieder beim Anbremsen in Turn 3. Unsere niedrigste Geschwindigkeit, die hier gefahren wird auf dem Red Bull Ring. Dann schon wieder volle Beschleunigung bergab Richtung, wir haben jetzt gelb in der Turn 3. Und da haben wir einen Geisterfahrer, der da nicht so stehen sollte, aber er fährt weiter. Jawohl, wartet nur, bis die Lücke auftut und schon geht's weiter. So, vorne ist der Kuchen noch nicht gegessen. Klar, wir haben eine Stunde Zeit. Daniele Perfetti und Emilio Petrone, die wollen das jetzt einmal so wissen. Nachdem die Fahrzeuge natürlich nicht nur baugleich, sondern auch die Motoren gleich stark sind, ist das ein spannender Cup. Und da war es früher tatsächlich so, dass diese Tourenwagensportler die äußerlich wie Serienauto ausschauen, richtig Fans an die Rennstrecken gelotst haben. Da waren Hunderttausende unterwegs, um sich diese Cups anzuschauen. Nicht nur Alfa, auch Renault, VW, alle namhaften Hersteller haben so Cups gemacht früher. Jetzt werden sie immer weniger und deswegen sind wir froh, dass dieser Alfa Revival Cup jetzt hier wieder zu Gast ist. Auch zum zweiten Mal nach dem Vorjahr bei uns hier auf dem Red Bull Ring. Im Rahmen der Red Bull Ring Classics sind sie da unterwegs. Und da auch der zweite Platz ist noch nicht sauber, denn da kommt jetzt innen Anbremsung. Oh, Dreher. Ja, das kann sich nicht ausgehen dort. Wow. So, über die Curbs drüber, in die Wiese und geht schon weiter. Oh, der wird jetzt wieder sein, aber wieso fährt er da auf die Curbs raus? Wird das als Race-Accident abhandeln, aber schauen wir mal, was die Sportkommissare. Auch der Start ist wird untersucht, sehe ich da gerade auf meinem Monitor. Ja, wenn die Burschen da auf den Curbs und auf der blauen Fläche da herumräubern, dann ist klar, dass die da rutschiger sind als das Asphaltband. So, es gibt neue Situationen, so ist es. Vorneweg ist einmal Daniele Perfetti. Und dahinter die 87, das ist Davide Bertinelli. Davide Bertinelli im roten Alpha. Vorneweg der orange Renner und die können sich ein bisschen absetzen vom Rest des Feldes. Zwar nicht allzu viel, aber doch. Davide Bertinelli, Abstand war 1,2 Sekunden, aber jetzt wird es enger. So, Perfetti, natürlich als erster macht man mal die Base, hat die beste Luft zum Atmen fürs Auto. Aber der Windschatten hinter ihm, den nutzt natürlich sein Verfolger. Und das ist in dem Fall Davide Bertinelli. Und die zwei kommen jetzt gerade wieder zu uns zurück, aus der Turn 10, aus der 10er-Kurve. Weit gegangen jetzt hier der Daniele Perfetti. So, Abstand jetzt hier 0,7 Sekunden und die schnellste Rennrunde gehört Davide Bertinelli, der neue Zweite. 1,52,67 haben wir jetzt hier, schnellste Rennrunde. 87 groß im Bild. Der zweitplatzierte Davide Bertinelli. So, Abstand zum Dritten sind 3,8 Sekunden von Stefano Roversi auf Davide Bertinelli und 4,5 auf den Daniele Perfetti, der führt.
Also und dann ein Riesenloch eigentlich, dann geht es rauf auf 15 Sekunden Zeitunterschied zum Vierplatzierten hier für den Peter Bachhofen. Oh, da gibt es eine 10 Sekunden Strafe für eine falsche Startposition. Wen betrifft's? Schauen wir mal. Nummer 50. Oh, Emilio Petrone kriegt eine Strafzeit mit der Startnummer 50. Er ist momentan Sechster. Ja, zurückgespielt worden vom OKB Alpha Delta Racing Team. Also die ersten 7 Plätze gehören einmal den GTA in der M-Version, also die scharfe Version sozusagen. Dann 2 Giulia Sprint GTA mit Emanuele Benedini und Christian Ondrak. Dann geht es weiter mit GTA M, die Giulia Sprint Wertung, dann weiter mit Francesco Pantaleo. Auf Platz Nummer 15 ist er zu finden. So, eine Stunde. So, also die 50, unser Emilio Petrone, der muss jetzt sich irgendwo einen 10-Sekunden-Polster herausfahren, damit er da keine Position verliert. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Ah, ist zu früh. Jetzt sind es 1,4 Sekunden. Platz getauscht und damit neuer Vierter, Fabrizio Sabatini vor Peter Bachhofen. Der ist zurückgerutscht auf Platz 5. Aber Daniele Perfetti kommt nicht wirklich weg von Davide Bertinelli, weil der hat wieder die schnellste Rennrunde geschafft mit 1,52,25 und die hängen wirklich Stoßstange an Stoßstange. Da geht's rein. Durch die Rauchkurve durch, jetzt wieder ins Infield. Und auf der Bremse ist er später dran, der Davide Bertinelli. Oh, lässt sich da richtig schön sliden. Wahnsinn. Unglaublich schöne Fahrzeugbeherrschung. Da kann das Heck ruhig einmal rausgehen, das macht gar nichts. Formatfüllend ist er da im Rückspiegel zu sehen. Da sieht man, glaube ich, nochmal das Alpha-Zeichen von Davide Bertinelli im Rückspiegel von Daniele Perfetti. Und die zwei fahren auch um 1,4 Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Lässt sich da richtig rein der Davide Bertinelli in die Kurve 10. So, jetzt wieder volle Kanone, Windschatten rauf. Und jetzt haben wir innen angestellt, aber der wird abgedeckt. Jetzt außen probiert er es. Und wieder, der ist auf der blauen drauf. Das ist rutschig, das wissen wir. Aber es geht sich aus. Wow, die zwei. Machen uns Spaß, Daniele und Davide. Ja, durch die Rutscherei hat Davide Bertinelli jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen, aber der ist schon wieder auf dem Weg nach vorne. So, anbremsen. Da wird bereits überrundet. Und zwar Marco Miglia, sehen wir hier. Ist sich gut ausgegangen. Marco hat aufgepasst. Mit seiner Giulia Super ist er da halt sehr brustschwach unterwegs, nennen wir es einmal so. Die Giulia Super sicher das Auto, das am wenigsten PS unter der Haube hat. Aber schön, dass er mit dabei ist. Marco Miglia. Da vorne wirklich schöner Kampf von den beiden und das gleich zu Beginn eines 1-Stunden-Rennens. Nach gerade einmal 5 Runden. Letzte Rille bei beiden. Vorne bei Daniele Perfetti und auch der zweitplatzierte Davide Bertinelli. Da gibt es kein Pardon, keine Gnade für die Gaswade. So, jetzt haben wir wieder Windschattenduell. Achtung, wie geht sich das jetzt aus?
Und wo probiert er es? Außen, innen, angetäuscht, super! Jetzt ist er innen und vorne! Das ist ein richtiger schöner Kampf von den beiden hier. Und nicht hintereinander, nebeneinander geht es dahin. Wie cool ist das? Auf der Geraden, das Ätzerl offenbar von Daniele Perfetti. Auto da besser. Zu zweit hin zu Turn 3. Jetzt hat aber der Perfetti die bessere Linie. Das weiß. Oh, der eingelenkt, jawohl. Überhaupt kein Thema. Ich will da jetzt um die Kurve. Einfach einmal einen Deuter nach rechts. Gang, bang. Super. Daniele und Davide. Die erfreuen unsere Herzen. Ja, wir schauen mal ein Stück weiter nach hinten. Wie schaut es da aus? Neuer Zehnter ist Bernhard Lava. Der hat sich den Christian Ondrak jetzt geholt. Der ist zurückgerutscht. Platz getauscht auch Giannini, Carlo Barbolini und der Walter Benn. Die haben auch Platz getauscht. Dann haben wir Matthias Körber, Franz Slama als 17. Und damit, oh, was für ein Überschuss an Geschwindigkeit jetzt in Turn 6. Diese blind einzulenkende Kurve ins Infield, runter zur Graz-Kurve. So, und wieder geht es hier richtig zur Sache. Davide jetzt momentan vorne, der Rote. Davide Bertinelli mit der Startnummer 87. So, jetzt hat er mal zumindest, das ist seine Lieblingskurve, glaube ich, die Lieblingskurve 10 von Davide Bertinelli. Da stellt er sich so quer hinein und lässt sich das leiden. 9 und 10, die taugt ihm voll. So, jetzt auf der Geraden, jetzt sind wir gespannt. Jetzt hat den Windschatten der Daniele Perfetti. Ah, geht sich nicht aus. Das ist kein Angriffs... Aber wie weit die da draußen beim Anbremsen sind auf den Curbs, das ist unfassbar. Und dann rauben sie innen drüber, dass die ganze Alpha-Karosse instabil wird, aber alles im Laufen. Super schön. So, da haben wir jetzt wieder jemanden zum Überrunden. Das müsste Stefan Rollwagen sein. Mit der GT Sprint Veloce. So, 87 weiterhin vorne, Davide vor Daniele. Und jetzt, beide sind da nach rechts ausgewichen, weil sie einen zum Überrunden haben. So, jetzt probiert hier Daniele wieder außen, Anfahrt, Rauchkurve. Bessere Linie wäre innen für Davide. Wer ist besser? Schnell auf der Bremse. Jetzt ist da noch einer. Und da ein kleines Wheelbanging. Ja, alles gut gegangen. Jawohl, was für ein Kampf. Ganz äußere Linie jetzt hier in der Kurve 4 für Daniele Perfetti und Davide Bertinelli. Jetzt Anflug wieder auf den Turn 6. Da ist Davide Bertinelli unfassbar schnell immer. So, noch einmal eingelenkt in diese Doppel links hinunter Richtung Turn 7. Also die lassen überhaupt nichts anbrennen, die zwei. Aber mit dem nötigen Respekt. Ja, also schon Berührungen, ein bisschen Lack austauschen ab und zu zwischendrin, aber trotzdem nichts Gefährliches. So, jetzt probiert es wieder. Nein, geht sich nicht aus. Eingangsturn 9. Da ist das rechte Vorderrad jedes Mal in der Luft von Davide Bertinelli. Und T6 haben wir gelb. Das ist diese Linkskurve, die wir gerade angesprochen haben. Aber ist schon wieder bereinigt, während unser Kampf hier weitergeht. Aber wie? Vergleicht einmal die Linien der zwei ersten mit den anderen. Allein vom Anbremsen, wo die unterwegs sind. Komplett in Fahrtrichtung gesehen, links draußen, soweit es geht. So, jetzt Achtung, jetzt versucht hier Perfetti wieder auf der Anfahrt zu Turn 3. Und jetzt hat aber die bessere Linie wieder der Davide. Ja. Aber jetzt von außen nach innen reingestochen. Ja, jetzt ist da wieder vorne. Hat jetzt geschickt gemacht, abgedeckt die Ideallinie. Und von außen hier reinzukommen durch Turn 3, haben wir vielleicht schon ein paar Mal gesehen, aber bei so einem engen Kampf nicht möglich. Geht nicht. Turn 4 Rauchkurve. Ja, jetzt zumindest einmal so 2-3. Oh! Ist er im Kies mit der rechten, linken Seite des Fahrzeuges. So, jetzt Achtung, das ist der Angriff wieder von Perfetti.
und er bleibt Raum am Hammer. Bertinelli ist ein Wahnsinn. Diese Linkseinfahrt, volles Rohr auf der Bremse. Zu zweit Richtung Turn 7 hinunter. Wie lang kann das gut gehen bei den beiden? Die mischen orange-rot durch, das ist unglaublich. Und es geht sich aus, die lassen sich gegenseitig die Luft zum Atmen. Ja, jetzt ist wieder Perfetti vorne. Aber was für ein unglaublicher Kampf da im Infield, das sieht man ganz selten, dass man da zu zweit nebeneinander durchfahren kann. Aber die zwei haben es uns jetzt gerade bewiesen, dass es funktioniert. So, wieder viel Arbeit für Bertinelli, weil da muss er jetzt wieder aus dem Windschatten raus. Er rutscht da rein, das ist so geil anzuschauen, Leute. Es ist unglaublich. Lässt das Heck da reinhängen in die Turn 10 beim Anbremsen. Da gibt es so einen kleinen Impuls und dann rutscht das Auto über die Hinterachse in die richtige Richtung sozusagen. So, anbremsen, da wird das Auto komplett instabil, weil die irgendwo unterwegs sind. Nur nicht am griffigen Asphalt eigentlich, aber es geht sich immer aus. Also das ist ein herrlicher Kampf jetzt hier. Und wir haben gerade mal ein Viertel der Renndistanz hinter uns. Ja, jetzt hat man große Gegenbewegung am Lenkrad gesehen von Perfetti. Ja, die haben alle Hände voll zu tun. Und jetzt kann man die zu überrundenden. Da haben wir schon den Christian Bonnet gehabt, den Fausto Amendolacine. Franco Michis wird der Nächste sein. Die mischen da richtig auf. So, da kommen sie wieder. Richtung Startziel. Perfetti vor Bertinelli. Ah, oben sind sie. Turn 6, genau. Also die sind da echt absolut letzte Rille unterwegs. Das sieht man, das Auto immer am Rutschen. So, jetzt innen, was ist das für ein Manöver? Links und rechts bei einem Zuhörrunden vorbei. Wahnsinn, links und rechts haben sie Franco Michis jetzt überholt. Gleichzeitig. Und wieder die Idealspur für Bertinelli. Hat sich Perfetti wieder geholt. Oh, Dreher zwischen 9 und 10. Jetzt geht's dahin. Aber nirgends angeschlagen, es geht weiter, aber der Kampf ist jetzt natürlich vorbei. Oh mein Gott, das war das Ätzerl zu viel. Schade, schade, schade. Ja, es geht noch 40 Minuten. Ah, jetzt ist er halt verdammt weiter abgebrochen, aber das ist ein Wahnsinnskampf bis dahin gewesen. Leute, Applaus jetzt hier für die 87, es ist ein Wahnsinn mit ihm. Davide Bertinelli, jetzt ist ihm das Heck zu sehr weggerutscht und da hat aber gekämpft wie ein Löwe, dass er auf der Asphaltstrecke bleibt und nicht rausrodelt. Hat auch super gelöst. Aber jetzt natürlich. Und der nächste Dreher raus ins Kiesbett und zwar kräftig raus. Ah, müsste da Turn 7, Turn 8 sein, irgendwo in der Gegend. Und jetzt sitzt er auf. Oh yeah. Eingegraben. Turn 6 war es, ja genau, nach Turn 6. Ja, wenn da jetzt ein Safety Car kommt, dann sind die zwei wieder sehr nahe. Und auch das Pitstop-Window ist jetzt geöffnet, also jetzt kann man auch wechseln. Ich glaube, es war die 100, der Matthias Körber, den wir da gesehen haben im Kiesbett. Mit der Julia Sprint, GTA. Die überholen wir, das sind grenzgenial. Unglaublich. Der saugt sich an die Stoßstange ran, klopft einmal kurz an und sagt, hallo, da bin ich. Und dann wird links oder rechts ausgeschert und einfach vorbeigefahren. Unfassbar. Mit 1,5 km/h mehr Geschwindigkeit wird gnadenlos überholt. Richtig schön. Herrlicher Sport jetzt hier. So, Doppelgelb reicht offenbar aus. Pitstop ist jetzt offen. Das heißt, jetzt wird die Wechselerei beginnen. Jedes Team, wie gesagt, muss verpflichtend rein in dieses. Und Safety Car haben wir auch draußen. Ja, jetzt gab es den Wechsel. Nein, ist wurscht. Ist egal, weil die Zeit ja die gleiche bleibt. Darum ist es jetzt nicht anders. Oder es ist anders, als wenn man
bei der Formel 1 dann einen Pitstop macht, weil der ist ja verpflichtend für alle gleiche Zeit müssen sie da in der Pitlane absitzen. Aber für uns der Vorteil, dass Perfetti wieder ein bisschen aufgehalten wird, sprich Bertinelli kommt näher und der hat sich komplett eingegraben hier. Es ist tatsächlich Matthias Körber mit der Giulia Sprint in der GTA-Version von OKB Alpha Delta Racing Team. So, da kommen auch schon die ersten herein. Bernd Laber, Peter Bachhofen, Luca De Marci, Emanuele Benettini, wer ist noch da? Matteo Camata ist reingekommen und auch der Emilio Petrone und auch Franco Michis. So, Rollwagen kommt offenbar auch rein, schauen wir mal. Ah, die bleiben draußen, okay. So, ihr seht also schon ganz viel los in der Boxengasse. Wird auch nochmal der Luftdruck kontrolliert für den zweiten Stint. Er wird natürlich ganz genau mitgestoppt, damit nur ja nicht zu früh rausgefahren wird. Also alle Alfistis unter euch, deren Herz schlägt jetzt natürlich höher. Mit so viel wunderbarem, herrlichen Blech aus Italien. Wunderschön. Ja, Safety Car bleibt noch draußen. Ja, da muss man erst einmal mit einem Traktor hin ins Kiesbett und den komplett vergrabenen Sprint von Matthias Körber hier rauszuholen. Und deswegen in der Boxengasse viel Betrieb. Outlap jetzt hier bereits wieder für Laber. Bachhofen ist wieder draußen, der Maggi, Benettini, Camata und auch Petrone sind wieder auf der Outlap unterwegs, genauso wie Walter Benn und auch Franco Michis, auch schon wieder unterwegs. In der Box jetzt eben der Führende, Daniele Perfetti, Davide Bertinelli auch erinnern und auch Mario Salomone und auch Marco Mila. Safety Car bleibt nach wie vor draußen. Es ist auch noch immer keine Information, dass die hier zurück reinkommen, früher. Wenn wir gleich ein bisschen vorausschauen in unseren Zeitplan, dann sehen wir um 14.30 Uhr das dritte Rennen an diesem Wochenende mit unseren großartigen Jungs aus Holland, nämlich die Colmar YTCC. Start erfolgt dann für das dritte Rennen, ein 30-Minuten-Rennen, das dann wieder ansteht, von 14.30 Uhr bis 15 Uhr vom Colmar YTCC. Da werden wir wieder unseren Ick de Backer hören. Ick ist übrigens die Abkürzung und der Spitzname von Ignaz. Ignatius, so, Ignatius, ich. Ja, Safety Car nach wie vor draußen. Während des Wechselfensters, auch interessant. Ich überlege gerade, ob man was gewinnen kann oder nicht. Die Frage ist, darf man sich wieder einreihen, nachdem man den Pitstop gemacht hat? Nein, darf man nicht. Gut, also gewinnt man nicht wirklich, weil man kann ja keine Platzverbesserung während einer Gelbphase erwirken oder erfahren, darum auch nicht mit dem Pit Window. Für 10 Minuten geöffnet, das heißt, da müssen alle Teams reingekommen sein und das schaut sehr, sehr gut aus, wenn ich mir das anschaue. Da müssen wir dann natürlich die Bereinigung abwarten nach dem Wechselfenster und der Safety Car kommt rein in dieser Runde.
Jetzt bei uns in der Box Cionini, Carlo Barbolini. Oh, ansonsten ein paar Outlaps haben wir von Davide Bertinelli. Auch Francesco Pantaleo ist da mit draußen. Auch Mario Salomone wieder unterwegs. Fausto Amendolagine, Christian Bonnet, Stefan Rollwagen. Und auch Marco Miller bereits wieder unterwegs. Da, also Safety Car kommt in Kürze rein. Jetzt schon wieder oben bei Turn 3. Mit einem neuen Führenden, mit Stefano Roversi. So, reingekommen jetzt auch Stefano Barbieri und auch Cionini Carlo Barbolini steht noch in der Box. So, Safety Car in. Ja. In Turn 4 leuchten die Lichter natürlich noch. Erst nach Turn 7 wird das Licht ausgeschalten. Ja, da ist einer der Sprints vor ihm, vor dem Safety Car. So, Roversi, Sabatini, Ondrak, Perfetti, Bettinelli. Ja, müssen wir jetzt wirklich schauen, was sich da ausgewirkt hat. So, Safety Car ist weg. Na, noch immer nicht. Wobei jetzt hier wieder nichts steht. Na, das bleibt noch einmal da. Safety Car bleibt noch draußen. Da schau. Safety Car bleibt noch. Da gab es eine Revision von der Entscheidung unserer Race Control. Gut, machen wir noch eine Runde mit dem Safety Car. Unsere Rennuhr zeigt uns ja noch genug Zeit. Sind jetzt gerade mal bei Halbzeit des Stundenrennens angekommen. Rest da noch 30 Minuten und ein paar Zergetschte. Jetzt haben wir wieder die Meldung auf unserem Infoboard, dass das Safety Car reinkommt. Ja, jetzt sind auch die Lichter aus und jetzt geht es rein in die Pitlane für unser Safety Car und die Strecke gleich wieder grün bei Start und Ziel für Stefano Roversi, Edoardo Carboni, Massimo Bortolami, Daniele Perfetti und Davide Bertinelli. Die sind jetzt hier auf dem letzten 4 und 5 zu finden.
Aber es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Gleich einmal aufgeblendet, volles Rohr. Perfetti sagt, hey Freunde, ich bin da, lasst mich da durch. Alles, was die Lichtmaschine produziert, ist jetzt in den Lichtern drinnen, um sich bemerkbar zu machen. Ja, Perfetti, Bertinelli. Jetzt passt schon wieder, weil Roversi, Carboni, die sind jetzt in die Box gekommen. Genau, die waren noch zum Wechseln. Und deswegen passt die alte Hackordnung jetzt wieder sozusagen, vor allem da vorne. So, da ist alles wieder grün an Flackensignalen. Schauen wir mal, wir hatten die schnellste Runde. Na, habe ich jetzt gar nicht auf meinem Monitor. Aber jetzt warten wir mal, wie sie sich da wieder. Und wieder gelb bei 9, ganz kurz gewesen nur, kleiner Rutscher. Und auch bei der Rauchkurve staubt es einmal auf. Da ist wieder ein Kollege ganz kurz mit dem Heck im Kies gewesen, aber kann da auch weiterfahren. Perfetti, Bertinelli. Oh, 2 Sekunden sind es doch. Und die Giulia Super ist nicht letzter, weil Raffaele Raimondi jetzt gerade auf seiner Outlap unterwegs ist. Also wird sich auch das noch bereinigen. Ja, jetzt müssen wir die ersten 2, 3 Schnellrunden abwarten, damit wir wissen, ob das erledigt ist oder nicht. So, da bahnt sich wieder unser Zweikampf an. Daniele Perfetti und Daniele Davide Bertinelli. So, da gibt es eine Überrundung. Und zwar von Antonio Crescendi mit dem Sprint GTA. Oh, du, fast ein Dreher in Turn 1 jetzt hier. Puh. Gerade noch abgefangen. Und schon geht es wieder volle Kanne Richtung Münzer, Kurve 2. Und der Turn 3 wird angebremst. Abstand 2,5. Naja, jetzt kann Bertinelli offenbar nicht wirklich antworten auf die Zeiten. Wobei er aber schneller ist. 1,53,6 zu 1,51,1. Aber jetzt kommen sie immer mehr in den Verkehr vor ihnen. Das heißt immer mehr Überrundungs- und Überholmanöver. Giacomo Bari hält sich da auf der 3. Lukas Stojec. Und mittlerweile haben auch alle Teams ihren Pitstop verarbeitet. So, Perfetti, Abstand 3,2. Ja, jetzt war er auch um 8 Zehntel langsamer, Davide Bertinelli. Ja, da ist die Luft jetzt ein bisschen draußen da vorne beim Zweikampf. So, im Übrigen auch die Positionen relativ gut besetzt sind, also mit wenig Kampf. Giacomo Bari auf der 3, Lukas Stojec auf der 4, fünfter dann Peter Bachhofen. In die Box gekommen ist jetzt der Fabian Körber nach seinem Ausflug in die Botanik.
Perfetti vor Bertinelli. So geht es auch hinein in die letzten 23,5 Minuten dieses Rennens. Abstand 3,2 aus der letzten Runde. Und die 44 bekommt eine 3-Through-Strafe wegen Überholen bei Gelb. Nicht gut, sollte man nicht machen. Fausto Amendola Cine erwischt da mit dem Alpha-Modell GT Veloce 2000. Ist 21. Jetzt kriegt er Durchfahrtsstrafe auch noch. Die GTA M-Version ist die scharfe Version, die gebaut wurde von der GTA Straßenversion. Aber da haben wir viele drinnen mit dieser AM. So, Perfetti, Bertinelli 3,4. Jetzt fahren sie identische Rundenzeiten 1,53,1 für Perfetti, 1,53,2 für Bertinelli. Also da ist jetzt die Luft draußen aus dem Zweikampf offenbar. Aber wir haben noch viele Minuten Zeit, wenn die zwei wieder zusammenwachsen, bin ich mir sicher. Davide Bertinelli, der wird noch alles rausquetschen wollen. Ja, der Abstand wächst sogar immer ein bisschen an. Zwischen Perfetti und Bertinelli ist jetzt überhaupt Dritter. Oh, oh, da gibt es einen neuen Zweiten. Nämlich Giacomo Bari ist da nach vorne gekommen. 3,9 Sekunden hinter Daniele Perfetti. Die 95 vor der 50 und der 87. Das ist der neue Stand der Dinge jetzt. Jetzt müssen wir Davide Bertinelli ein bisschen beobachten, ob es da technisch was hat, weil er nicht mehr offenbar mit allen Waffen kämpfen kann, die er zu Beginn des Rennens gehabt hat. Ja, ist dann schon 1,7. Also der ist jetzt tatsächlich um 1,5 Sekunden langsamer als die beiden vor ihm. Perfetti 1,53,0, Bari 1,52,33. Und Bertinelli nur 1,53,79. Giacomo Bari, das ist der
herrlich, ich würde mal so von den Fernsehbildern sagen, champagnerfärbige GTA M. Es sind jetzt noch 18 Minuten. 18 Minuten, wo die Reifen durchhalten sollten. Vielleicht da wirklich das Problem bei Bertinelli, dass er seine schwarzen Pneus einfach zu stark gemartert hat zu Beginn des Rennens, weil das war ja wirklich ein Kampf auf Biegen und Brechen zwischen Perfetti und ihm. Aber Perfetti, der läuft ja noch mit 1,53,0 für die Runden. Eine 2-Sekunden-Strafe gibt es hier auch ausgesprochen für die Track Limits von der Startnummer 81. Das ist der Edoardo Caponi, kriegt auf seine Zeit noch 2 Sekunden dazu gerechnet. Ja, Bertinelli fährt jetzt keine Zeit unter 1,54 mehr. Jetzt auch wieder eine 1,54,24 im Gegensatz dazu Perfetti mit 1,53,50 und Bari überhaupt der schnellste. Jetzt momentan mit 1,52,68. Das ist einmal die momentan schnellste Zeit jetzt von den dreien. Und zu fahren sind es noch knappe 16 Minuten. Wir sind in Kürze im letzten Viertel dieses 1-Stunden-Rennens. So schnell vergeht hier eine Stunde beim großen Alpha Revival Cup. Groß im Bild aufgedacht von drei Live-Übertragungen jetzt Peter Bachhofen mit seinem herrlichen GTA M in der wunderbaren Alpha-Farbe Rot. Aber Perfetti, der fährt da vorne wie ein Uhrwerk 1,53,28 und jetzt Giacomo Bari, neue persönliche beste Runde 1,52,18. Ja, jetzt sind es nochmal 1,2 Sekunden. Das heißt, Bari wird noch einmal Gas geben, aber ordentlich.
Und er verringert seinen Rückstand aber sowas von auf 0,4 Sekunden. Achtung jetzt auf die 95 und die 50, die hängen hier schon. Stoßstangen nach Turn 1. Jetzt der neue Angriff. Und Perfetti ist wieder in der Verteidigungsposition angekommen. Jetzt wird er breit wie ein Panzer da hinauf zum Turn 2, zum Münzer. Aber außen drückt sich hier die 50 an ihm vorbei. Anbremsen. Wer ist hier besser auf der Bremse? Ja, beide lassen sich da den Platz, den sie brauchen. Und kleine Berührung hat es gegeben zwischen Perfetti und Bari, aber alles gut. So, jetzt Anfahrt Turn 4. Die Situation wie zu Beginn des Rennens. Allerdings ein neuer, der sich hier an Perfettis Auspuff hängt. Es ist Giacomo Bari mit dem herrlich champagnerfarbenen. Und da Verbremser, war es das? War das der Fehler? Beide, wow, auf der letzten Rille, Perfetti hier mit dem Schwanzler in der Turn 4, in der Rauchkurve, Ausgang, aber jetzt Angriff in Turn 6, das gibt's ja gar nicht, was machen die Alpha-Piloten da anders als alle anderen, das schafft keine Serie, sich dort innen hineinzusetzen, das machen nur die Alphistis. So, auch Turn 7, kurz anklopfen, hallo, ich bin da. Perfetti unter Druck von Bari. Na, Campettinelli, der ist weg. 7,3 Sekunden, das ist ein Wahnsinn, was da los ist zu Ende des Rennens bei Davide Bertinelli. So toll und tapfer hat er gekämpft. So, wieder Turn 10 für Perfetti und Bari. Und da geht Perfetti weit. Bari auf der besseren Linie, auf der Startzielgeraden. Kommen Sie auf euch zu, wo wird angetäuscht, wo wird jetzt hier gefahren? Innen vorbei, ausgebremst, aber muss weit gehen, das geht sich nicht aus. Der war zu schnell hier, keine Chance hier auf der Linie zu bleiben, geht sofort den Platz wieder her, super gemacht. Ja, weil er hätte sich einen Vorteil verschafft durchs Übertreten der Track Limits und deswegen hat er gesagt, nein, da ziehe ich lieber zurück und mache das Ganze woanders aus. Jetzt ist er wieder Zweiter. Aber was für ein schöner Kampf. Perfetti diesmal gegen Bari. Und jetzt wieder. Da raucht schon immer auf beim Überbremsen von Perfetti. Die Reifen müssen einfach am Ende sein. Aber wir haben noch 11 Minuten. 11 Minuten noch hier. So, jetzt kommen wieder ein paar zu Überrundende da vorne vor der Rauchkurve bergab. Beide sind da problemlos vorbei. Zumindest an einem unserer großartigen Heroes. Und das ist der Verbremser. Das ist es. Das war der Fehler von Perfetti. Da war er einen Ticken zu spät und schon ist Bari auf und davon. Neuer Führender nach 50 Minuten hier beim Stundenrennen. Giacomo Bari vom OKB Alpha Delta Racing Team mit seinem GTAM. Da, jetzt sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Vielleicht wacht jetzt auf irgendwie noch ein Lukas Stoh jetzt auf. Allerdings ist der schon 12 Sekunden dahinter. Zwischen wäre noch Davide Bertinelli, aber da sind offenbar die Waffen ausgegangen bei Davide. Wer da nur mehr Rundenzeiten mit 1,54, die sogar hoch. Aber Perfetti gibt nicht auf. Perfetti gibt nicht auf und lässt sich da richtig reinsliden. So, vorne Bari, dann Perfetti. Auf der Startzielgeraden gibt es wieder einen zu überholen. Das ist der Raffaele Raimondi. Giovanni Serio jetzt auch hier bei uns vorbei. Aber er versucht auf alle Fälle dran zu bleiben. Perfetti hat noch nicht aufgegeben. Bari muss sich sputen. So, Bari, wie gesagt, der neue Führende. Die Startnummer 50 vor Daniele Perfetti auf der 2, dritter dann Davide Bertinelli.
So, Rundenzeiten beobachten wir natürlich auch wieder. Ja, durch den Verkehr jetzt ein bisschen langsamer geworden. 1:43:02. Giacomo Bari 1:54:06. Die letzte Runde für Daniele Perfetti mit seinem Riesenhoppler. In der Rauchkurve war es einfach zu viel. So, der Führende kommt wieder. Und Bertinelli, Perfetti, ist unglaublich. Der kratzt an der weißen Linie, unglaublich. So, 26 Runden gefahren und Bari führt jetzt 2,9 Sekunden. Rundenzeit einen Ticken langsamer war Perfetti jetzt hier durch die Überrundungsmanöver. Bari 1:53:01 und Perfetti eine 1:54:06, also doch einiges an Zeit liegen lassen. 2,9 Sekunden sind es jetzt zwischen den beiden. Ja, jetzt hat er wieder zwei Fahrzeuge zwischen sich und jetzt kommt er ausgerechnet zur langsamsten Stelle hin, wo die Bremse am härtesten beansprucht wird beim Anbremsen. Ja, kommt da nicht einmal vorbei bei den zwei vor ihm Fahrenden. Barbieri und Crescendi sind das, die zwei. Kämpfen auch ihrerseits um Platz Nummer 11. So, da wird jetzt natürlich jetzt an die letzten 6 Minuten 50 stehen noch auf der Uhr. Da wird reingehört und reingefühlt ins Auto. Jetzt möchte man keinen Fehler mehr selber machen. Allerdings verschlafen darf man auch nichts, weil es sind nur 2,9 Sekunden zwischen Bari und Perfetti. 12,1 Sekunden hat Bertinelli jetzt mittlerweile Rückstand als Dritter. Lukas Doi jetzt auf der 4. Fünfter Peter Bachhofen. Sechster dann Fabio Papini. Siebener Marco Guerra. Achter Matteo Camata. Neunter ist Stefano Roversi. Und zehnter Massimo Bortolami. So, wir gehen in die letzten 3 Minuten 40 Sekunden. Bari führt nach wie vor Daniele Perfetti und Davide Bertinelli. Und diesmal schon 4,5 Sekunden. Ja, jetzt hat, glaube ich, auch Perfetti
eingesehen, das macht keinen Sinn. Giacomo Bari hat offenbar alles richtig gemacht, hat Reifenmanagement betrieben. Der war da irgendwie so Vierter rum, man hat sich das da vorne angeschaut, was da los ist. Dann natürlich der Ausrutscher von Bertinelli, auch Perfetti mit dem Fehler. Und Bari war zur Stelle, immer zur richtigen Zeit. Und deswegen alles richtig gemacht. 4,5 Sekunden auf Perfetti, 14,3 Sekunden auf Bertinelli, 17,8 auf Stojec, 49 Sekunden Riesenzeitsprung dann für Peter Bachhofen. Der schnellste aus der I-Klasse ist der Marco Guerra, insgesamt 7. Führt hier vor Massimo Bartolami. Dann haben wir noch die F-Klasse hier drinnen mit Antonio Crescendi und Giovanni Serio. Und dritter hier Fabian Körber. Letzte Minute bricht an, die letzte Minute und wir sind gerade in Turn 6, also das sollte sich noch ausgehen für eine zusätzliche Runde zu unserem Vergnügen hier mit Giacomo Bari als führendes Fahrzeug mit Emilio Petrone. Hat er sich ja das geteilt in diesem 1-Stunden-Rennen. So, die 95 jetzt hier Daniele Perfetti, zweiter, ja 9,2 Sekunden. Oh, Bertinelli kommt erst jetzt mit weiteren 10 Sekunden Abstand. Also da vorne ist die Luft draußen, das heißt, wir werden einen würdigen Sieger feiern mit der Startnummer 50. Das Team Emilio Petrone und Giacomo Bari mit der Startnummer 50, die werden ganz oben stehen auf dem Treppchen, auch Klassensieger in der Klasse G2.
So, und da sind wir unterwegs mit unserem Siegerfahrzeug. Wir sind hier bei der Zielankunft und haben hier die Schwarz-Weiß-Karette-Flagge für die Startnummer 50. Wir gratulieren Giacomo Bardi mit seinem Kompagnon Emilio Petrone. Wir gratulieren ganz herzlich. Auf der zweiten Position Daniele Perfetti, auf der dritten dann Davide Bertinelli.